Willkommen zum Abendpuls am Donnerstag der vierten Fastenwoche. Heute geht es um Ton und Töpfer. Ton ist eine formbare Masse, weich und geschmeidig, ganz der Fantasie und Kunst des Töpfers unterworfen. Praktische und schöne Gefäße oder auch figürliche Darstellungen lassen sich aus Ton formen. Man kann in ihn Muster hineinritzen oder ihn auch bemalen. Ist er aber einmal gebrannt, dann wird er hart und fest. Einfache Gefäße kann man als Gebrauchsgegenstände verwenden, kunstvoll verzierte und bemalte sowie Figuren als Schmuck in der Wohnung. Natürlich ist der Ton auch als gebrannter Ziegel in der Mauer oder auf dem Dach nützlich. Alte Kachelöfen sind mit emailliertem Ton geschmückt. So nützlich und so schön er auch ist, so zerbrechlich ist doch der Ton. Denn sobald er gebrannt ist, hat er seine Geschmeidigkeit verloren. Und wir müssen dann vorsichtig sein mit ihm, denn zerbrochen wird er zu Abfall. Aus dem Römerbrief. Wer bist du denn, dass du als Mensch mit Gott rechten willst? Sagt etwa das Werk zu dem, der es geschaffen hat: Warum hast du mich so gemacht? Ist nicht vielmehr der Töpfer Herr über den Ton? Kann er nicht aus derselben Masse ein Gefäß herstellen für Reines, ein anderes für Unreines? Die Bibel vergleicht den Menschen mit Ton und Gott mit dem Töpfer. Ein Bild dafür, dass Gott unser Schöpfer ist, der Künstler, aus dessen Geist und Willen wir hervorgegangen sind. Wir, das Produkt seiner liebevollen Bejahung. Er hat uns geschaffen, wie er uns wollte. Er wollte uns, weil er uns liebt. Wir können uns vorstellen, dass er nun auf uns bedacht ist, wie der Töpfer auf sein liebevoll geformtes Gefäß, dass er uns hegen und pflegen will, damit wir nicht zerbrechen und zu Abfall werden. Wir sind ja sehr zerbrechlich. Wir wissen, wie zerbrechlich unsere besten Vorsätze sind, wie zerbrechlich die Ideale, nach denen wir uns ausstrecken, wie zerbrechlich unser guter Wille ist. Der Tonkrug kann mit dem Töpfer nicht hadern. Er ist ein toter Gegenstand. Aber der Mensch kann anfangen, mit seinem Schöpfer zu hadern, unzufrieden zu sein mit dem, wer er ist und wie er ist. Aber steht es uns zu, fragt die Bibel, steht es uns zu, mit Gott zu rechten?
Wir sind ja nicht das Produkt seiner Laune, sondern das Geschöpf seiner Liebe. Wenn er Ja sagt zu uns, so wie wir sind, wie sollten wir dann Nein sagen zu uns? Wenn er uns liebt, wie wir sind, wie sollten wir uns dann selbst nicht lieben können? Wenn der Herr sagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, sagt er doch, dass wir liebenswert sind und uns auch selbst lieben dürfen. So bitten wir nun für diesen Abend und die kommende Nacht um Gottes Segen. Der Herr schenke dir die Behutsamkeit seiner Hände, die Güte seiner Augen, das Lächeln seines Mundes, die Treue seiner Schritte, den Frieden seiner Worte, die Wärme seines Herzens, das Feuer seines Geistes und das Geheimnis seiner Gegenwart. Und so segne, behüte und begleite euch an diesem Abend und in der kommenden Nacht der liebende und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Zum Abschluss hören wir das Lied: Vernimm, du guter Schöpfer Gott.